wenn ich hier wohne, ist es trotzdem noch genauso der Sehnsuchtsort und freue mich, wenn ich, wenn es hier wieder offen ist, man hier sitzen kann, man sich trifft. Hier kommen wir alle zusammen. Natürlich bin ich ein Reingeschmeckter reinsten Wassers und habe festgestellt, dass man aber auch als Nicht-Einheimischer sich in seinem Dorf sehr wohl daheim fühlen kann. Ich will eigentlich hier echt nicht mehr weg. Das fühlt sich wirklich wie Heimat an. Einfach wie ein sich entspannen, wenn man ankommt, ein sich da zugehörig fühlen. Also was ich noch nirgends sonst so empfunden habe. Ich habe früher nur, sag ich mal, mein Häusl da gebaut, damit ich auch gewiss weiß, da komme ich wieder her und da muss ich wieder her. Und jetzt bin ich seit 10 Jahren, kann man sagen, daheim und sesshaft. Ich bin jeden Tag vorbeigekommen. Die ersten Male bin ich nur an ihm vorbeigegangen. Und irgendwann haben wir dann das Reden angefangen, haben immer mehr miteinander gesprochen. Am letzten Tag hat mir Christoph dieses Bild geschenkt. Und es war natürlich einer der glücklichsten Momente in meinem Leben. Heimat ist nicht das Land, sondern die Gemeinschaft der Gefühle.